Willkommen zurück zum finalen Part von Pokémon Perfect Platinum. Wir stehen hier vor der netten Kammer. Also vor der Kammer der netten Person, die da drin steht, natürlich. Und zwar ist unsere werte Herzensdame Cynthia. Und ich hoffe, dass das Solo von Laura klappt. Ich hoffe es inständig. Beim Hinkampf hat es geklappt. Bitte, lass es beim Rückkampf auch klappen. Bitte. Es muss klappen irgendwie. Ich kann nur hoffen, dass es klappt. Ernsthaft, ich kann nur hoffen. Krüppo, komm raus. 84. Die Sache ist jetzt, wenn es die Hälfte abzieht, dann bin ich geliefert. Das ist das Problem an der Sache. Wenn es die Hälfte abzieht, bin ich so geliefert. Ich muss aber wieder 6-mal boosten, wenn möglich. Aber Krüppok sind sich nicht so stark. Hundemon muss stärker gewesen sein. Und es ist fast die Hälfte. Puh. Das wird noch lustiger. Das wird noch lustig jetzt hier. Das wird sehr, sehr, sehr lustig. Wenn es mich crit oder mir einen Death Drop reinhaut, bin ich geliefert. Darum versuche ich einfach so viele Boosts wie möglich reinzuhauen, bevor was schief geht. Ich versuche es. Mehr kann ich auch nicht machen. Ich kann nur versuchen. Das ist so klappt wie beim Hinkampf. Psychnese schwächer. Hat aber genauso die Chance, mir einen Death Drop reinzuhauen. Also natürlich einen Special Death Drop. Normalen Death Drop wird das Vieh nicht anfangen können. Aber ich bin schon froh genug, dass es nicht die Hälfte abzieht. Es reicht mir so vollkommen aus. Okay. Ach, nicht One. Meine Fresse. Popgenesung. Noch eine. Ich habe jetzt 4-mal? 3-mal? Irgendwie sowas habe ich. Müsste 3-mal jetzt sein. Muss ich mal nachgucken. Ach nee, warte mal. Ich habe es ja schon bei Ignaz gemacht. Wie viele Boosts habe ich jetzt? Habe ich jetzt 3? Ich glaube, ich habe 3. Warum weiß ich das gerade nicht mehr? Moment. Bei Ignaz hatte ich 3, 4? Ich mach mal weiter, komm. Was soll's? Ich mach mal weiter. Solange bis das schief läuft. Was natürlich hoffentlich nicht passiert. Aber, ne? Man weiß ja nie hier bei diesen netten Trainern. Hundemann meinte bei Ignaz ja auch einfach, mich kritten zu müssen. Das war dann sehr ungünstig, hat man ja gemerkt. War ich nicht so erfreut von der ganzen Sache. Ich muss jetzt 4-mal haben. Ja, ich muss jetzt 4-mal haben, an sich, ja. Dann will ich noch ein 5. Mal haben und ein 6. Mal. Ich will ja sicher gehen. So, Nummer 5. Und dann klappt hoffentlich. Das darf ich nur nicht kriegen, wenn mir einen Drop reinhauen. Ey, sonst bin ich so geliefert. Okay. Nochmal Full Restore. Und dann noch einmal. Das Problem wird wieder Lucario mit Turbo-Tempo werden, glaube ich. Oder? Hatte das nicht sowas? Ich kann nur hoffen. Ich kann echt nur hoffen. Nochmal. Letztes Mal müsste das sein und dann greifen wir an. Also nochmal aufheilen und dann angreifen. Auch wenn ich ja fast dafür wäre, erst anzugreifen, wenn es mich wieder 2-mal mit Dark Pulse getroffen hat. Aber ich weiß nicht, wie viel AP das noch hat. Ach ja. Das geht schon irgendwie so. Das geht schon irgendwie so. Finsterbö. Das kommt mir vielleicht sogar gelegen. Das darf ja auch nicht so stark sein. Nee, okay. Gut, dann würde ich sagen, Offensive. Start. Hier, ich bräuchte so derber Wutanfall, ne? Obwohl, das ist riskant wegen der Verwirrung.
vielleicht doch eher nicht. Nee. Aber Laura ist jetzt so hochgeboostert, das muss einfach klappen jetzt. Es muss einfach. Level Up kriege ich auch noch rein, also komm. Hier Angriff plus 2, okay, nicht viel, aber... Ja, Knacker. Natürlich kommst du jetzt schon, natürlich. Hey, warum auch nicht? Aber ich will... 88, okay. Okay, 88, passt. Ich hatte zwischenzeitlich auf 90 getippt, ich hatte auf 87 getippt, aber okay, 88 kann ich mitleben. Auch wenn meine ursprüngliche Annahme auf 85 war, die ich vor der Top 4 hatte. Aber egal. Ja, echt, ich sehe keine andere Chance, also so zu machen, echt nicht. Tut mir leid, egal wie lame man es finden mag, auch schon im Hinkampf, ich sehe keine andere Chance drin, so. So, wenn du mich jetzt nicht fertig machst, du Sau. Okay, danke sehr. Ja, das schaffe ich schon. Das habe ich Glück. Habe ich noch. Okay. Ich hoffe, ich habe es. Ich hoffe es. Das Schlimmste ist ja weg. Das heißt, den Rest will ich auch notfalls irgendwie so wieder kriegen. Von daher, aber... Das Schlimmste ist weg. Auf jeden Fall Milotic. Du bist auch böse. Böser Spezialverteidiger. Ganz böser Spezialverteidiger. Ganz, ganz böse. Verschwinde aus meinem Blickfeld, du Sau. Und so weiter. Tust du, was ich sage? Danke sehr. Brav. Auch sogar mit Quit. Ist ja herrlich. So, Level 74. Ach, gibt es Level-Ups hier. Meine Güte. Roserade. Soll ich Fliegen machen? Nee, ich mach lieber ganz regulär so. Ist mir sicherer. Fliegen kann daneben gehen. Drachenklaue weniger. Es reicht ja auch so, ich werde vielleicht vergiftet, aber damit kann ich noch leben. Aber ich werde nicht vergiftet, okay. So, und das letzte Pokémon Togekissen, dann haben wir das hier. Dann haben wir das Projekt endlich beendet. Pokémon Perfect Platin, 113 Parts. Ziemlich lange, aber ich bin zufrieden damit, auf jeden Fall. Es war ein schönes Projekt, es war... Mein quasi erster Ausflug in die Sinnoh-Region derartig. Ich habe ja zwar privat Perle, aber ich habe es nicht ganz durchgespielt. Noch immer nicht. Nee, es ist okay so, auf jeden Fall. War ein schöner Ausflug in die Sinnoh-Region. Aber mein Lieblingsgeneration noch trotzdem Höhen. Tut mir leid. Es bleibt trotzdem Rubin, Saphir, Smaragd. Ja, die Dialoge kennen wir ja schon, darum, ne. Das kennen wir alles schon. Nee, meine Lieblingsgeneration wird trotzdem Sinnoh bleiben. Danach kommt die von Schwarz-Weiß. Also, Einal. Dann Johto, dann Kanto und dann Sinnoh. Na, obwohl... Na, das klingt natürlich blöd. Das klingt blöd, ich weiß, aber... Ich mag alle Regionen wirklich. Aber... Höhen ist halt meine Liebste und Einal habe ich auch sehr gemocht. So, dann mache ich, bevor ich hier irgendeine Rankierung mache, wo dann jeder sagt, du findest ja Sinnoh am schlechtesten. Nee. Ich finde alle sehr gut, so. Aber mit Sinnoh kann ich mich halt am wenigsten identifizieren. Sagen wir es so. Ja, ja. Albe Labernet. Komm, lass mich meine Pokémon drauflegen, damit wir die Credits sehen können. Diesmal kriegt ihr sie auch zu sehen. Wenn das klappt so mit der Aufnahme, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. gucken wir mal. Das geht schon irgendwie so. Unser finales Team. Altaria. Nachtara. Cherox. Luxtra. Yugong. Und Vulnona. Alles in allem ein ziemlich defensives Team. Aber wir haben es trotzdem gemeistert, das Spiel. Also bis auf Luxtra und Cherox sind alle defensiv ausgerichtet. Das kann man nicht anders sagen. Und aus dem Grunde bin ich umso erfreuter, dass es damit geklappt hat. Das zeigt mal wieder, man kann mit jedem Team das Spiel besiegen. Okay, nicht ganz mit jedem. 6 Raupis werden natürlich ein Problem, aber
Ne, ihr wisst, wie ich meine, so. Man kann auch ruhig etwas schwächere Pokémon mitnehmen. Das geht trotzdem irgendwie. Pokémon, von denen man nicht viel erwartet. Wer hätte gedacht, dass Altaria hier eben kurz zum gefährlichsten Sweeper werden könnte? Keiner. Wohl nicht wirklich, ne. Darum ist es doch immer schöner. Och, jetzt müsst ihr euch an sich aber die Tops den Bottomscreen zeigen, weil da Dingens rumradelt. Nee, wir sehen nur den Himmel. Wie die liebe Ilea unten rumradelt, muss man jetzt nicht sehen. Ich sehe es ja. Meine Güte, sieht und die müssen wir was essen. Ja, gut. Wahrscheinlich könnt ihr auch irgendwo anders in irgendeinem anderen Platin-LP den Tops, den Touchscreen sehen. Daher ist alles ganz schön so. Ja, Pokémon für Platin beendet. Somit 113 Parts, wie schon gesagt. Mir hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, wie sieht es nun in der Zukunft aus mit Pokémon bei mir? Das ist jetzt die große Frage. Aktuell sitzen wir ja am Pokémon Feuerrot Together dran, also ich zusammen mit Let's Player Ado und Special Domme. Die Aufnahmen laufen noch, sind auch noch nicht derartig fortgeschritten. Okay, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video hochkommen wird, werden sie wohl schon fortgeschrittener sein, wenn wir das Projekt gar nicht schon angefangen haben. Das weiß ich ja nicht. Das wird sich dann erst zeigen. Das kann ich noch nicht sagen, wie das dann aussehen wird. Aber auch das macht Spaß und ja. Aber wie sieht es bei Pokémon sonst bei mir aus in Zukunft? Das ist jetzt so die Frage, die ich mir stelle. Das weiß ich noch nicht. Ich kann es noch nicht beantworten. Ich habe ja erstmal noch ein paar andere Projekte, die ich beenden möchte. Namentlich The Book of Unwritten Tales. Darum werde ich mich jetzt an die Aufnahmen machen weiter. Magic und Zelda werden dann auch bald wieder kommen, wenn Platin hier vorbei ist. Dann werde ich wahrscheinlich erstmal auf Zelda wieder konzentrieren. Vermute ich jetzt mal so. Und dann wird sich zeigen, wie es weitergeht, so im Allgemeinen, ne? So irgendwie wird das schon alles vorangehen. Pokémon-mäßig weiß ich noch nicht, was als nächstes kommen wird, neben dem Together. Ich persönlich tippe ja auf ein Spiel der zweiten Generation. Sprich, Pokémon Silber wahrscheinlich. Aber genau, weiß ich es noch nicht. Vielleicht wird es ja auch Pokémon Kolosseum. Oder was ganz anderes an Pokémon. Ich weiß es nicht. Gibt ja auch Mystery Dungeon oder Pokémon Channel kann ich auch machen, das wollte ich auch irgendwann machen. Mal gucken. Auf jeden Fall gibt es genug Pokémon-Spiele, die ich machen kann und aus dem Grund kann man sich darauf auf jeden Fall bei mir immer an sich freuen. Spätestens wenn Pokémon Schwarz und Weiß 2 rauskommen, werde ich wahrscheinlich auch da wieder einsteigen. Ob ich es von Anfang an direkt schon mache, weiß ich nicht, aber wird sich zeigen. Fest steht für mich auf jeden Fall, dass ich Schwarz und Weiß 2, also eines der beiden kaufen werde, sobald sie rauskommen. Weil ich mich wirklich sehr auf diese beiden Editionen freue und ja. Darum würde es mich auch freuen, wenn ich das dann direkt LP'en würde. Es wird zwar sehr viele Leute geben, die es dann von Anfang an Let's Playen, aber von sowas lässt mich nicht abhalten. Ich Let's Play, was ich möchte. Mir ist egal, ob andere oder wie viele andere es machen. Ich mache, was ich möchte und das ist die Hauptsache für mich. Wow, ich kann jetzt die ganzen Credits durchlabern, das ist unfassbar. Gut, dann würde ich auch sagen, ich höre auf mit den Credits durchlabern. Vielleicht wollen auch ein paar Leute die Namen lesen. Hier zum Beispiel Hiro, ach Gott, Japanisch, die kann ich nicht so schnell lesen. Gakusuzai, Toshio Miyahara, Masami Tanaka, Kenichi Arai, Koichi Kawase. Ach, vergesst es einfach, ich kann den japanischen Namen nicht so lesen. Oh, guck mal, da kommen ein paar Deutsche oder Englische. Jeff Miller, Nicola White, Mindy Bannon, Jen Wicks, Andy Fay, Mik. Oh, da zerknüllt über mir. Egal. Ich laber wieder Schluss, ne? Man kennt's ja nicht anders von mir. Vor allem laber ich Schluss, wenn die LPs vorbei sind, ne? Das ist unfassbar. Warum mache ich das immer? Ich habe keine Ahnung. Ich laber echt die ganzen Credits wieder durch. Sternschnuppe. So, Sternschnuppe, ich wünsche mir etwas. Noch eine. Oh. Aber ich sag nicht was. Hihihi. Ich hab ein Geheimnis, das ich mir gewünscht habe. Wer weiß, vielleicht kommt der Wunsch, ja. Vielleicht wird er erfüllt. Das wird sich in der Zukunft zeigen. Gut, in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen bei Pokémon Perfekt Platin, für all die Kommentare, die Videoaufrufe und was weiß ich was noch. Für alle, bei allen, die zugeschaut haben.
Ich habe die Credits durchgelabert. Das ist doch unfassbar. Gut, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Oder bei anderen, die gerade weiterlaufen, so. Darum würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.